So, machen wir den hier noch kaputt. Die immer mit ihrem keine freie Sicht aufs Ziel. Schon ein bisschen anstrengend, wa? So, wir gehen wieder schön neben das AE. Wie wir das gelernt haben. Bolts immer nebeneinander ablegen und nicht querfeldein. Oh, würde ich nicht nein sagen. Ich habe Handschuhe bekommen. Ich hätte zwar lieber den Ring gehabt, weil der wesentlich besser war. Aber ich nehme auch das Ding. Ignoriert sie. Ihr seid nun über dem Herzstück des Indoktrinationszentrums, in dem die Geistlosen zu Waffen werden. Ich habe Leitungen isoliert, die ihr ausschalten müsst, um fortzufahren. Aha. Gut, dass wir Madame dabei haben. Sie kennt sich anscheinend hier aus. Aber wie war das mit dem Erklären? Sie macht's einfach, ne? Ah, das, der Boss hat Schilde. Gut. Aha. Also ein Nahkampf-Mob zum Boss. Wenn es fast tot ist, kriegt es einen Countdown. Und es muss beim Boss explodieren, damit der ein Schild verliert. Wenn du rangezogen wirst, geh weg. Gut. Standard. Gut. Nach 4 Stacks töten wir den Boss. Was für Stacks? Diese kleinen Armeen machen mir Angst. Das Hologramme? Mach's mal. Ah, nur 3 Stacks. Gelbe Bubble ist eine Bombe. Ich sehe keine gelbe Bubble. Aber Leute im Röckchen sind selten Melee-Ads. Nice kill the range mobs shooting me. Du bist ja langweilig. Sieht nach einem Melee aus. Setzt der Boss frei? Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass der jetzt frei ist. Ich bin die Bombe, ich bin die Bombe.
Aha. Was ist denn jetzt geworden? Ein Roboter? Ich sehe nur Zahlen, deswegen erkenne ich das. Ich könnte natürlich einfach aufhören. Nein, ich kann nicht einfach aufhören, Schaden zu machen. Weil mein Pet Schaden macht. Egal. Na gut. Noch zwei. Also diese Hüpfe-Dinger sind besser als das Hüpfen davor, aber mein Lieblingsspaß wird es trotzdem nicht. Jetzt müsst ihr nur noch an eine Armee grausamer Fleischwölfe vorbei. Verzweifelt nicht. Ich habe einen Plan. Besorgt solche Sturmlegion-Umhänge aus dem Arsenal. Mir fiel auf, dass die Legion mehr auf Ränge und Abzeichen achtet als auf Gesichter. Allerdings dachte ich, ihr werdet größer. Sneak behind mobs and use ability. Okay. Die Sturmlegion die Herde. Wer der Gedankenkontrolle widersteht, wird als Übungsziel eingesetzt. Dann hetzen sie die Initianten aufeinander. Was Crucias Armee an Erkenntnis fehlt, macht sie mit Brutalität wieder wett. Ihr müsst die markierten Leitungen zerstören. Wenn die Sicherungen weg sind, kann ich einen synaptischen Deaktivator übermitteln, der die Soldaten neutralisiert. Lasst euch lieber nicht erwischen. Aha, ihr seid zu weit weg. Ich hatte gehofft, so viel Gewalt vermeiden zu können. Ups. Sie sind wie wir Opfer von Crucia. Doch es ließ sich wohl nicht verhindern. Eindringlinge, welch seltenes Vergnügen, Auserwählte zu sehen, die so gerne für Crucias Ehre sterben möchten. Oder wir bringen sie einfach um. Also ist natürlich auch eine Möglichkeit. Boss, er zieht uns ran. Snarls aus. Das weiß ich nicht. Gefangen nehmen? Schnell aus dem Dingens raus, bevor es explodiert, okay? Soll der machbar sein? Snares us. Avoid blinking balls moving around. Okay. Ich mochte blinkende Bälle noch nie. So, dann machen wir jetzt mal den Boss. So. Sollte ich es ja mitkriegen, wenn er mich irgendwo hinzieht? Hier kommt der Blitz. Aha, da müssen wir raus. Die eine hat es nicht verstanden. Jetzt kommt Donner. Von den rosa Kugeln. Das ist ja eigentlich relativ einfach. Also weglaufen.
keep turning the boss. Ah, so geil. Wieso bin ich tot? Oder fast tot? Weiß ich nicht. Wenn das den Boss vom Melee, wenn du den Damage vom Melee reduzieren möchtest, schwenk weiter den Boss hin und her. Wie geil. Was ein Dolch. Nee, Dolche mag ich nicht. Sehr cool. Minis müssen nicht hinter Mob stehen. Das war früher mal so, aber früher. Wen interessiert denn früher? Ui, wir fliegen. Hallo, du da. Trash Mobs Bubble gleich Move. Okay. Trotz meiner Versuche, die Konflikte friedlich zu lösen, rate ich hier zu Gewalt. Wenn Kommissarin Typhiria ja die Chance hätte, würde sie euren Verstand löschen und ihren Namen. Wie viele will er denn noch polen? Das ist ein Barmi-Sprichwort, das ich gelernt habe. Ich hatte euch früher erwartet. Vielleicht hat Kruzia. Oh Mann. Ich glaube, du hast im Erdgeschoss noch ein paar Mobs vergessen, die du nicht gepult hast. Ihr wart meiner Königin schon lange ein Dorn im Auge. Und sie ist ganz besessen davon, euch zu besitzen. Wehrt euch nicht, das macht es schlimmer. Wehrt euch nicht, das macht es schlimmer. Quer mich nie. Bin ganz das hilflose Opfer. Kommissarin Typhiria. Okay. Was ist eigentlich, wenn man dann nicht gequestet hat? Es soll ja durchaus Leute geben, die dann nicht gequestet haben. Ich meine, mir würden jetzt keine einfallen, aber in der Drachenform kiten. Okay. Und Zeug ausweichen, okay. Das da zum Beispiel. Ja, das mit dem Ausweichen üben wir noch. Ich bin genau reingelaufen. Bin schlecht im Ausweichen. Nicht den Boss einfach hin und her ziehen. Okay. Verstehe gar nicht warum. From face of boss.